Also du und ich, wir sind nicht nur Kinder Gottes, wenn du den Herrn Jesus in dein Herz aufgenommen hast, sondern wir sind auch Diener des Höchsten. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern immer der Herr und seine Sache soll im Mittelpunkt stehen. Und was er, die höchste Majestät des Universums, uns sagt, das sollen wir auch tun.